Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich eine Trilogie vor und ich finde es gleich mal ganz wichtig zu sagen, falls euch die Trilogie selbst nur interessiert und ihr sie selbst lesen wollt, würde ich auf jeden Fall nach dem ersten Teil wegschalten. Ich werde euch das aber nur mal genau sagen, weil es kann sein, dass dadurch, dass ich dann über den zweiten und über den dritten Teil rede, ihr vielleicht einiges spoilert. Also nur gleich Achtung, aber keine Angst, ich sage nur mal genau jetzt abschalten, wann es soweit ist. Ich habe jetzt gerade echt lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt drehe, denn das Problem bei dem Ganzen ist, ich finde gerade nur Teil 2 und Teil 3 und ich weiß nicht, wo der erste Teil ist. Also ich besitze ihn auf jeden Fall. Er ist in meiner Bibliografie gespeichert, aber ich weiß nicht, wo er ist. Und ich habe dieses Regal durchsucht und da ist er nicht und es war super witzig, wenn er da jetzt irgendwo steht und ihr das seht und ich nicht. Das kann man wohl sagen. Detektive? Habt ihr diese Beobachtung auch gemacht? Was ist hier höchst verdächtig? Schreibt euch den Buchstaben auf, den ihr beim richtigen Bild seht. Aber ich weiß nicht, ich denke, ich habe wieder irgendjemanden geborgt und weiß nicht mehr wen. Und jetzt ist er weg. Auf jeden Fall geht es heute um Vanitas von der Ursula Poznanski. Der dritte Teil ist jetzt gerade erst erschienen. Insgesamt gibt es 3 Teile, also die Reihe ist anscheinend somit abgeschlossen. Und wir starten jetzt mit dem ersten Teil, den ich leider nicht sagen kann. Ich werde ihn da irgendwo einblenden. Kurz zum Inhalt des ersten Teils. Es geht um die Caroline Bauer. Heißt sie Caroline? Nein, sie heißt Caroline. Und sie ist zu Beginn des Buches noch in Wien, kommt aber dann nach Frankfurt, denn eigentlich ist sie untergetaucht, dass sie früher am Clan in Frankfurt geholfen hat, also sie hat Dokumente gefälscht und so weiter und so fort, hat aber dann einen Deal mit der Polizei gemacht und die Polizei hat anschließend, also ein bestimmter Polizist, hat anschließend ihren Tod gefaked, um sie sozusagen aus der Schusslinie des Clans zu nehmen und ihr ein neues Leben geschenkt in Wien. Aufgrund von gewissen Umständen muss sie jetzt aber kurz einmal zurück nach Deutschland und ja, um das geht es im ersten Band. Kurz zu meiner Meinung zum ersten Teil. Gleich vorneweg, das ist ohne irgendwas zu spoilern, für mich war der erste Teil wirklich der schwächste. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich reingekommen bin, war grundsätzlich dann enttäuscht darüber, dass das Ganze nicht in Wien spielt, weil, keine Ahnung, das wollte ich halt einfach gern, nachdem es eine österreichische Autorin ist. Das muss in Österreich spielen. Nein, ich weiß auch gar nicht genau, warum eigentlich. Ich finde einfach, dass der zweite und auch der dritte Teil um einiges spannender waren, aber der dritte Teil meiner Meinung nach dann wieder ein bisschen zu übertrieben war, aber dazu später mehr. Aber als Einstieg in die Reihe ist dieses Buch auf jeden Fall sehr gut. Es gibt einen guten, groben Überblick über die einzelnen Charaktere, unter anderem auch über den Robert. Das ist der Polizist, der ihr hilft und anscheinend auch wirklich der einzige Mensch, der weiß, dass sie nur lebt. Also eigentlich ihre einzige echte Bezugsperson. Diese Charaktere werden ihm am Anfang sehr gut ausgearbeitet und meiner Meinung nach braucht es halt dieses ganze erste Buch, um das ein bisschen auszuarbeiten. Und darum würde ich, sollte euch der erste Teil nicht gefallen haben, dem zweiten Teil trotzdem nur eine Chance geben, weil ich finde, da geht es dann richtig zur Sache. Und Achtung, jetzt die Warnung, solltet ihr die Reihe noch nicht kennen und gerne noch weiterlesen wollen, bitte jetzt abschalten, denn sonst spoilert ihr euch vielleicht das Ende des ersten Teils. Für alle Leute, die den zweiten Teil schon gelesen haben, aber den dritten noch nicht, ich sag's dann nur mal. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Teil, das ist Vanitas Grau wie Asche. Der ist, glaube ich, letztes Jahr oder schon vor 2 Jahren erschienen. Die Jahre funktionieren in meinem Kopf zurzeit nicht mehr. 2020 und 2021 hätte er gestern sein können. Wie gesagt, ich habe den zweiten Teil viel besser gefunden wie den ersten. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich den und welchen von diesen 2 besser finde, aber ich glaube, dass der zweite Teil mein Favorite ist. Da ist die Caroline nämlich, ich möchte immer Caroline sagen, da ist die Caroline nämlich zurück in Wien. Sie arbeitet am Zentralfriedhof in so einer kleinen Blumenhütte. Alle Österreicher wissen, was ich meine, diese kleinen Hütten heute da am Zentralfriedhof stehen, beziehungsweise an jedem Friedhof in Wien. Das Witzige daran ist, dass meine Freundin eine Zeit lang in so einer Hütte auf einem Friedhof gearbeitet hat. Das heißt, ich habe da so ein ganz bestimmtes Bild, wie es dort ausschaut und auch mit den Kollegen und so. Das finde ich immer sehr witzig.
Jetzt ist einfach die Sonne weg. Das ist sehr unangenehm. I'm sorry, ich muss kurz das Licht erschalten. So, ich sag's euch, der Moment, wo ich Softboxen hab, dann bin ich professional, dann geht's ab. Also wieder zurück, ich habe halt einfach ein sehr genaues Bild davon gehabt, wie es wohl in dieser Hütchen, in diesem Geschäft ausschaut, wo die Caroline arbeitet, und das habe ich einfach sehr cool gefunden. Es ist immer noch super dunkel, es tut mir leid. Sie arbeitet jetzt eben auf diesem Zentralfriedhof und deswegen der Spoiler an alle, die es noch nicht gelesen haben, der Clan weiß halt jetzt, dass sie nur lebt. Also ziemlich sicher weiß er das jetzt. Sie hat sich halt jetzt nicht so unauffällig verhalten. Im Laufe des Buches wird er dann mehr oder weniger wirklich klar, hey, ich glaube, die sind ja wirklich auf der Fährte. Sie macht sich dann aber selbst strafbar mit einer Aktion, die vielleicht echt nicht so klug ist. Das ist aber eigentlich die Hauptaktion in diesem Buch, eins der Hauptbindeglieder, um die es geht. Und eben wegen dieser Story, wegen diesem Typen im Keller, ich glaube, das ist jetzt ein guter Hinweis, falls doch noch irgendwer dran geblieben ist und sie nicht allzu sehr spoilern will. Ich finde, das trägt die Story schon sehr gut, weil die Caroline dann einfach nicht nur diese Gejagte ist, sondern halt auch wirklich selbst zur Sache geht, und du merkst so, sie hat ein bisschen das Potenzial und sie hat doch einige Zeit mit diesem Clan verbracht. Und ja, das Ende des zweiten Bandes war dann wirklich, und das habe ich sehr selten, so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt den dritten lesen, ich muss das sofort wissen. Normalerweise bin ich immer so, wenn das eine Reihe ist, und selbst wenn es eine spannende Reihe ist, ja, ich kaufe halt irgendwann einmal den nächsten Band, ich habe eh noch ca. 750.000 andere Bücher zum Lesen, ist schon spannend, aber bla bla bla. Aber bei diesem Band wollte ich wirklich gleich den dritten lesen. Achtung, für alle Leute, die den dritten und neuesten Band noch nicht gelesen haben, ich versuche euch nicht zu spoilern, ich sage es vorher nochmal, falls es passiert. Denn am Ende des zweiten Bandes, und den haben wir ja alle Leute, die da sind, schon gelesen, wird natürlich klar, die Caroline macht es jetzt auf dem Weg nach Frankfurt und sie wird irgendwas gegen diesen Clan machen. Und das macht sie auch in diesem Band. Sie ist dann wirklich wieder in Frankfurt. Es ist ein bisschen schwierig, da sie sich ja ziemlich schlecht verhalten hat in Wien und die Polizei sie jetzt da sucht, am Anfang nur die österreichische, aber ich denke, es ist kein Spoiler, wenn ich sage, irgendwann geht da ein internationaler Haftbefehl aus sie. Das macht ihr Leben natürlich nicht gerade leichter, und das ist auch ein bisschen mein Problem mit dem dritten Band. Denn ja, es ist schon klar, sie ist ein kluges Köpfchen und alles Mögliche, aber die Sachen, die sie da macht, ohne dass sie wirklich erwischt wird oder dass es weitreichende, das war nicht richtig, aber Konsequenzen für sie hat, es ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich meine, es ist ein Buch. Do what you want, es ist ein tolles Buch. Aber teilweise driftet das halt schon sehr, sehr ab. Also, da sind Sachen dabei, wo ich mir denke, hey, auf der einen Seite ist sie so vorsichtig und auf der anderen Seite schafft es halt dann doch jemand. Es ist schwierig. Für mich ist dieser Band, gerade im Vergleich zum ersten Band, crazy. Es ist ein bisschen wie eine andere Geschichte, meiner Meinung nach, einfach weil sie da auf einmal so einen großen Charaktersprung macht und dann schon ein bisschen wieder zurückfällt in dieses aber sie macht da Sachen, die einfach crazy sind. Und ich bin sehr froh, dass es diesen Teil dazwischen gegeben hat, denn da ist das immer ein bisschen angekündigt worden. Für mich sind aber Teil 1 und Teil 3 komplett andere Geschichten irgendwie. Ich hoffe, man kann das irgendwie verstehen. So. Also man erkennt schon, dass es die Caroline ist, obwohl sie eigentlich nicht so heißt, und wir erfahren im dritten Band auch, wie sie wirklich heißt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir im ersten Band erfahren haben, wie sie heißt, oder ob das wirklich das Revival dann da war. I'm not sure. Es ist schwierig. Ich finde es super schwierig, über diese Reihe zu sprechen, ohne euch jetzt alle zu spoilern. Ich hoffe jetzt einfach, dass alle Menschen schon weggeschaut haben, den zweiten und dritten Band noch nicht gelesen haben. Und wie sad ist es eigentlich, dass dieser Robert dann im Rollstuhl sitzt und dass dieser alte Mann stirbt, der da neben mir gewohnt hat. Es ist super traurig, er kommt eigentlich nur ganz kurz vor, hat nur ganz wenige Sätze, aber es hat mir schon ein bisschen mein Herz gebrochen, dass dieser Nachbar gestorben ist. Ich meine, das mit dem Robert, ja, ist auch sad, aber er war halt trotzdem immer irgendwie ein Arschloch. Aber ich finde, es ist schon ein großer Sprung, das zu tun. Weil der Robert war auf jeden Fall einer der Hauptcharaktere in dem Buch.
Und am Ende des Ganzen trockt es eigentlich die Caroline. Also die Caroline trockt uns durch diese ganzen drei Bände. Es gibt einfach so Charaktere in Büchern, vor allem, wenn sie halt dann immer vorkommen, weil alles dreht sich ja um sie. Sie nerven mich dann irgendwann. Und das war halt da hin und wieder der Fall. Und darum ist es für mich jetzt kein 5-Sterne-Buch, beziehungsweise sind es keine 5-Sterne-Bücher. Der zweite und der dritte Band sind aber wirklich sehr, sehr gut und ich kann es jedem Thriller-Fan empfehlen. Im ersten Band habe ich das nur sehr cool gefunden mit diesen Blumenbotschaften. Das kommt dann im zweiten nur vor. Im dritten halt nicht mehr, aus genannten Gründen. Bis auf zwei, so circa. Aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn man das noch ein bisschen mehr gemacht hätte mit diesem durch die Blume sprechen. Für mich auf jeden Fall sehr, sehr gute Thriller, die teilweise ein bisschen grauslich sind, aber an sich nicht unbedingt einen großen Brechreiz oder ähnliches hervorrufen und dabei aber super spannend sind. Gerade der dritte Teil ist ein Action-Thriller durch und durch. Was ich jetzt nur kurz erwähnen will, aber nicht den ersten Band nicht habe, ich finde die Cover schon sehr, sehr cool. Also sie passen ja alle zusammen. Wie gesagt, ich habe leider den ersten nicht da. Ich werde jetzt mit diesen zwei kurz zufrieden geben, beziehungsweise blende jetzt einfach da daneben den ersten ein. Die Covers sind schon sehr cool. Man merkt, dass sie zusammenkehren und trotzdem sind sie ja sehr eigenständig und ja, der rote sticht halt schon ziemlich aus. Ja, wollte ich nur noch gesagt haben, gerade am Rand. Sie machen sich schön im Regal, falls ich irgendwann den ersten wieder kriege. Falls die Person dieses Videos sieht, ich hätte gerne mein Buch wieder. Vanitas Teil 1, danke. Das war meine Meinung dazu. Irgendwie ist es heute sehr durcheinander, das Ganze. Vielleicht, weil ich mal kein Skript geschrieben habe. Hin und wieder mache ich das. Bei Büchern, die ich aber gerade erst vor kurzem gelesen habe, eigentlich nicht. Aber wenn ich über drei Bücher gleichzeitig rede und irgendwie versuche, niemanden zu spoilern, ist es einfach ein bisschen schwierig. Das war's für heute wieder. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video und tschüss. Boah, wieder voll in Fahrt, Tom. Rollt wie geschmiert.